Der elfte Segen, I wie intersexuell. Segen, dieser Zuspruch von mehr Leben, ist etwas, was wir sagen und empfangen dürfen. Sagen mit allen guten Wünschen, die wir in unsere Sprache packen können, und empfangen mit der ganzen überraschenden Kreativität, die so ein Segen mit sich bringen kann. Oft wollen wir aber über diesen Segen verfügen. Da hätten wir, die den Segen sagen, gerne die Macht darüber. Das ist die große Versuchung im Segen. Der Segen soll genau so sein, wie wir ihn sagen, und gesegnet soll der andere Mensch, die andere Situation, genau so sein, wie wir es formulieren. Da soll der Mensch genau das bekommen, was wir ihm oder ihr wünschen. Da soll die Situation, eine Beziehung etwa, genau so sein, wie wir uns das vorstellen. Gott sei Dank ist echter Segen nicht so. Segen ist kein Zauberspruch, mit dem wir, die ihn sagen, genau das für den Gesegneten bekommen, was wir wollen. Echter Segen kommt von Gott und ist so überraschend wie ein neuer Tag. So kreativ wie das Licht selber, so immer wieder neu, wie eine Pflanze, die aus einem kleinen Samen zum großen Mammutbaum wird. Und daher dürfen wir auch das Unbekannte, das uns Fremde segnen. Wir dürfen Segen sagen, der vieles wünscht und noch viel mehr offen lässt. Wir sollen diesen Segen dann auch genau so sagen, dass er offen und frei bleibt für die Gesegneten. Dass sie selber den Segen füllen dürfen mit dem Leben, das wir nur aussprechen. Intersexuelle Menschen werden auch heute oft noch als das Unbekannte, das Fremde im LSBTTIQ wahrgenommen. Und anstatt sie einfach wie Menschen zu sehen, werden sie oft medizinisch zu Syndromen gemacht. Doch sie sind einfach, was sie sind. Menschen. Und daher sollt ihr gesegnet sein, mit guten Wünschen und vor allem mit einem Segen, der offen und frei ist und bleibt. Ein Segen, der größer ist als eine Definition, einer Vermutung, einem Vorurteil oder gar einem Urteil dessen, der den Segen sagt. LSBTTIQ. I wie intersexuell. Seid gesegnet mit dem Segen des Wissens, wer ihr seid, was ihr sein könnt. Dem Wissen, dass ein eigenes Leben nach euren Regeln möglich ist. Dem Verstehen, dass ihr euer Leben selber leben dürft. Dem Begreifen, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschlechtern zu unserer Gemeinschaft gehören. Dieser Segen des Wissens segne euch mit Leben, so wie euer Leben sein soll. Mit Liebe über alle Geschlechtergrenzen hinweg, mit Lust, immer wieder neu zu entdecken, wer und was ihr seid. Dieser Segen schütze euch vor den Vorurteilen anderer, davor, dass andere über euch entscheiden, davor, dass andere euch definieren wollen, ohne euch wirklich zu kennen. Dieser Segen stärke euch mit Kraft für jeden Tag und für ein ganzes Leben. Mit der Kraft zu wachsen, die zu werden, die ihr seid. Und er segne euch mit Menschen, die mit euch unterwegs sind. Und so seid gesegnet bei einem Segen, der größer ist als dieser Segen. Ein Segen, den ihr selber mit Leben füllt. Ein Leben, in dem ihr kreativen, überraschenden und neuen Segen spürt. Amen.